Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play bzw. Let's Show, zu einer Demo-Version, zu einem Game, das wir vor, ja, 10,5 Jahren mal in einer Vollversion gespielt haben, und zwar Pyroflos Kingdom Hearts. Nun in der Remake-Fassung mit dem RPG Maker MZ erstellt und, wie es für Kingdom Hearts Titel üblich ist, mit dem Zusatz Final Mix. Die Demo wird circa vermutlich 1 bis 1,5 Stunden lang gehen und wird den kompletten ersten Kontinent Darkon umfassen. Und ich habe noch gar nichts dazu gesehen, nur mal die erste Szene, aber sonst nichts. Ich habe keine Ahnung, das Titelbild gefällt mir auf jeden Fall schon mal mit diesen Blasen, die links, oder ich vermute mal, dass es Blasen sein sollen, die links aufsteigen und Schlüsselschwerter im Hintergrund. So, mehr gibt es erstmal nichts zu sagen. Starten wir das neue Spiel. Es ist lange her, dass ich überhaupt etwas aufgenommen habe, deswegen mal gucken. Du willst wirklich gehen? Ja, es gibt etwas, was ich nur allein erledigen kann. Verstehe. Wenn das deine Entscheidung ist, dann werden wir denen nicht im Weg stehen. Aber bevor du gehst, versprichst du, dass du wieder zu uns zurückkehren wirst? Das kann ich nicht, immerhin. War ich denn jemals wirklich bei euch? Okay, krass, wow. Das war das neue Intro und es hat einen heftigen Glow-Up bekommen zu damals. Die Grafiken der Sprites sind natürlich anders als damals, alles jetzt eigens kreiert und die Animationsfähigkeit natürlich deutlich verbessert, denn damals wurde alles noch mit Paint erstellt und jetzt mit einem wirklichen Animationsprogramm. Das Intro hat mich beeindruckt, das fand ich sehr, sehr stark. Ein paar Dinge wurden geändert, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und nun spielen wir die Intro-Szene nach. Das ist die einzige Szene, die ich schon kenne. Mal gucken, ob da auch noch was verändert wurde. Auf jeden Fall spricht Choro zuerst. Hey, beeil dich, er könnte noch in der Nähe sein. Und dann kommt Tomke. Ist ja gut, Choro. Wir werden ihn schon noch finden. Ja, in der alten Version war Choro noch ein roter Igel, der von Sonic gerecolored wurde. Und Tomke ein Kirby mit Flügeln. Und Katie blieb großteils eigentlich fast gleich. Ihr zwei solltet besser wieder umdrehen, bevor es zu spät ist. Katie? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Was willst du hier? Ich bin hier, um sicherzustellen, dass er wieder zurückkehrt. Aber wir suchen ihn. Davon kannst du uns nicht abhalten. Ihn? Meint ihr Pyroflo? Schon schwer genug, sich an seinen Namen zu erinnern, nicht wahr? Hör auf damit. Wir wollen doch nur unser Leben zurück. Und er gehört dazu. Er hat ja selbst lange dafür gekämpft. Aber was, wenn er, im Gegensatz zu euch, zu diesem Leben nicht zurück möchte? Das kann nicht sein. Das glauben wir nicht. Es tut mir leid, aber ich werde euch aufhalten müssen. Geh einfach aus dem Weg. Wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Gegen uns beide hast du so oder so keine Chance. Das vielleicht nicht. Aber ich kann euch lange genug aufhalten, um ihm genug Zeit zu verschaffen. Verdammt! Wie konnte es nur so weit kommen? Ja,
ein Jahr zuvor. Das blieb alles gleich. Oh mein Gott. Das weckt Erinnerungen in so vielen Hinsichten. Sowohl gute als auch witzige, als auch einfach nur 10 Jahre Zeit zurück Katapultiermodus. Pyroflo! Schreit Tomke. Pyroflo, bist du da? Da ist er ja. Kommt drauf an, worum geht's? Du sollst helfen, Holz zu holen. Nein, ich bin nicht da. Ja, Moment. Da war Tomkes Sprite noch eingeblendet. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte, aber falls nicht, ist das noch ein Bug. Komm gefälligst raus! Okay, da ist er. Ich soll also wieder eine Mission erledigen. Ich hätte eigentlich lieber einen ruhigen Nachmittag in meinem Bett verbracht. Ich finde es auch cool, dass sich die Sprites da so rechts ein bisschen bewegen, so auf und ab. Aber gut, ich sollte mich wahrscheinlich auf den Weg machen. Habe ich alles noch im Kopf? Haha, die Steuerung. Z ist weiter, X ist fertig und umblättern. Du kannst Pyroflo mit dem Pfeiltasten bewegen. Drücke Shift, um zu sprinten. Okay, cool. Du kannst mit bestimmten Gegenständen in der Welt interagieren, wenn du davor stehst. Drücke dafür Leertaste oder Z. Mhm. Auch cool mit den Bildern hier alles gemacht. Ah. Du kannst das Menü mit Escape oder X öffnen. Dort hast du Zugriff auf dein Inventar. Macht Sinn. So, jetzt können wir zum ersten Mal selber steuern. Das ist die normale Ganggeschwindigkeit. Und so sprinten wir. Ja, ich will gleich mal was austesten. Okay, entweder ist es hier noch nicht oder das wurde rausgenommen. Früher konnte man im Original PKH nur eine gewisse Zeit lang sprinten. Dann ist Pyroflo eingeschlafen, weil er sich quasi überanstrengt hat. Ah, das ist ja cool, dass da so ein Fragezeichen aufploppt. Dann weiß man auch immer, mit was man reden kann. Notiz an mich selbst. Speichern kann ich im Menü, solange die Welt friedlich ist. Ansonsten habe ich extra einen Speicherpunkt in meinem Haus gestellt, um dort im Notfall meinen Fortschritt zu speichern. Ja, das ist wohl der Kleine da rechts. Was liegt hier? Nichts. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier ein Tagebuch über all die Sachen zu schreiben, die ich gelernt habe. Vielleicht wäre es tatsächlich keine schlechte Idee. Altran! Ah, die Steuerung. Hier könnte man sie wieder anschauen, falls man sie vergisst. Okay, ich vermute jetzt mal ganz stark, mit den Dingen, wo kein so ein Fragezeichen aufploppt, werde ich nicht reden können. Ja. Ah, die Zerrissene. Meine alten Notizen, die ich mir damals über Sprinten, Interagieren und Menüs geschrieben hatte, brauche ich zum Glück nicht mehr. Sie stehen nur in meinem Tagebuch. Das ist so die erste Änderung von damals. Damals stand wirklich hier so auf Notizzetteln im Haus, wie man was macht. Was, wenn man einfach logisch überlegt, einfach überhaupt keinen Sinn macht, dass ein Mensch das überhaupt in seinem Zimmer aufhängt. Deswegen eine coole Änderung, aber auch ein cooles Easter Egg, dass es damals so war. Okay, ich kann mich nicht im Spiegel anschauen. Ich kann pennen. Ich würde gerne, aber wenn ich jetzt wieder schlafe, wird Tomke mich umbringen. Das stimmt. Vollkommen zu Recht, das Piano. Wie, ich kann nicht mit dem Piano reden. Okay, das muss absolut geändert werden in der Vollversion. Das gehört eigentlich immer dazu. Ah, 10 Taler. Okay, dann erster Speicherpunkt. Ja. Ja, man kann ja nie wissen, das stimmt. Das sind auch so Dinge, die Choro immer sagen würde. Man kann nie wissen. Okay, ich habe 13 Speicherslots. Darkon. Ah. Okay, krass. Krass, krass, krass. Das hat auf jeden Fall das komplette Glow-Up bekommen, aber die alte Darkon-Schriftart von damals wurde noch übernommen. Finde ich cool. Okay, ich denke mal, ich habe alles im Haus gesehen vorerst. Dann let's go, der Hase. Ab geht's. Ja, jetzt wird mir Darkon vorgestellt. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob es das noch gibt. Und ja... Oh nein, 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 nein. Ich sehe da schon was. Okay. Ja, Darkon sieht großteils noch genauso aus wie früher. Nur halt jetzt in HD, wenn man so will. Oh, oh. Ja, fertig? Ja. Bürofluss aus. Das, was ich mich gefragt habe... Kann ich das hier ansprechen? Was ist das? Nein. Warum ist hier eine Fackel? Ja, die wird vielleicht später noch relevant. Okay, gucken wir mal, was abgeht. Da bist du endlich, du faule Socke. Hey, was willst du überhaupt von mir? Du sollst zusammen mit Choro in den Darkon-Wäldern Holz sammeln. Ach, wirklich? Ja, wirklich! Schaffte das nicht allein. Du kennst Choro und seinen Orientierungssinn. Nimm die Mission einfach an und hilf ihm, umso früher bist du fertig. Ah. Ah, da unten steht jetzt auch die Belohnung, die man bekommt. 15 Erfahrungspunkte. Verbinde dich mit Choro und suche 5 Holz in den Darkon-Wäldern. Na gut, wir müssen wohl.
Ach, Choro, Choro, Choro. Oh mein Gott, die alte RPG-Maker-Musik. Wir arbeiten heute zusammen. Ja, sieht so aus. Ist diese Mission für dich allein etwas zu schwer? Das ist eigentlich deine Mission. Ich bin nur hier, um dir zu helfen. Das ist ein Originaldialog. Ah! Na, dann gib alles. Ah, cool. Okay, es wird eingeblendet, wie viel Holz ich habe. Okay, ja, dann sprinten wir mal ein bisschen, dann geht's schneller. Jetzt kann ich auch testen, ob ich einpenne. Ah, guck mal, ich kann ja sogar querbeet sprinten. Das ging früher auch nicht, aber es lag am RPG Maker. Okay, entweder wird es erst in der Vollversion eingeführt oder das wurde komplett rausgenommen mit dem Sprinten. Auf jeden Fall kann ich unendlich sprinten. Ist das ein Holz? Nee. Dass die Pfeile da angezeigt werden, finde ich auch cool. Wenn ich Holz im Wald wäre, wo wäre ich dann wohl? Ja, gute Frage. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ja, die Axt. Ja gut, hier liegt Holz. Dann suchen wir nach etwas, was keine Axt erfordert. Ich lasse es erstmal, nicht, dass es das dann blockt. Okay, Dialog beendet. Hey Blueflo, hier liegt ein gefallener Baumstamm. Denkst du, dass wir ihn mitnehmen sollten? Es ist besser, als Bäume selbst zu fällen. Nehmen wir ihn mit. Jawohl, jo. Ich finde es übrigens auch cool mit den Effekten, dass hier so Blätter umherschweben. So, die Truhe lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass es einfach nur unten rechts eingeblendet wird und ich nicht Enter drücken muss. So wie früher. Okay. So, hier ist das vierte. So, endlich, wir haben 5 Holz. Mission abgeschlossen. Joro? Joro, wovon redest du? Wir haben erst 4. Habe ich mir wohl verrechnet. Na komm schon, suchen wir den letzten Baumstamm noch. Tja, hättest du mal deinen Taschenrechner benutzt, den du damals bei der Mario World Hack Variante von Pyroflow dabei hattest. Dann wäre dir das nicht passiert. So. Die Potion. So, da unten ist das letzte Holz. Ich glaube, hier komme ich nicht rein, weil es die dunklen Wälder sind, ne? Naja. Okay. Jetzt haben wir 5-mal Holz. Ja. Da können wir endlich gehen. Aber nächstes Mal arbeitest du etwas mehr, okay? Was zur Hölle? Ja, das ist noch großteils original wie früher. Also, ihr zwei seid ja doch noch zu etwas zu gebrauchen. Hey, nicht du auch noch. Nimm es nicht gleich persönlich, es war nur ein Scherz. Naja, bei Joe zumindest halbwegs. Nun zu deiner Mission. Gib bitte das gefundene Holz ab. Okay. Zur Belohnung erfolgreicher Mission erhältst du ein paar Erfahrungspunkte. Mhm. Ja. Ja. Ja, Belohnungen mag, glaube ich, jeder. Das hier habe ich zwischen dem Holz gefunden. Das darfst du behalten. Ein Ast? Einen Stock? Ah, das ist die Waffe. Natürlich, natürlich. Okay, ja. Mhm. Ja, das stimmt eigentlich schon. Ja, Tomke ist quasi die Anführerin von Tarkon, der Anführer von Darkon. Ich lasse dich nur während den Missionen an diese Orte gehen, aber wenn du fleißig arbeitest, werde ich es dir vielleicht auch einfach so erlauben. Aha. Belohnung, ja. Ja, also an sich, ja. Machen wir. Leben in Darkon. Oben rechts im Tracker wird die aktive Mission angezeigt. Mhm. Hm, okay. Ah, da wird mir schon gespoilert, dass Wasser holen eine Nebenmission sein wird. Okay. Missionen können hier ausgewählt werden, um den Tracker zu verfolgen. Mhm. Der Tracker selbst kann in Option ein- oder ausgeschalten werden. Das ist cool. Das ist gut, dass man immer dem Spieler die Option gibt, Dinge zu machen. Da könnte sich zum Beispiel Nintendo mal ein Beispiel dran nehmen. Okay, schauen wir ins Menü. Ich bin ein Freelancer. Hab 150 Leben und 5 MP. Spiele seit 12 Minuten, ab 40 Taler. Was habe ich für Items? Die eine gefundene Potion, halt 300 Leben. Das war, glaube ich, früher anders. Nein, ich will es nicht fressen. Wie komme ich denn rüber? Wie? Kategorie wechseln, Q und W. Ah, jetzt. Okay, Material habe ich nicht. Ausrüstung habe ich den Holzstock. Der gibt mir plus einen Angriff. Habe ich den schon ausgerüstet? Und wichtig. Okay, das ist erstmal egal. Skills, was kann ich? Gar nichts. Okay, ja, noch kann ich halt wirklich nichts ausrüsten. Jetzt kann ich es tun, oder? Okay, es gibt mir einen Angriff mehr. Die Zweitwaffe, ich habe 3-mal Accessoire, okay. So. Ja, eigentlich, also vom Menü her wird schon heftig geupgradet. Ich wundere mich nur, dass ich Glück 6 habe. Bei meinem Glück, aka Tuo-Glück, müsste da minus 6 stehen, aber ja. So, was bin ich? Pyroflo lebt mit seinen Freunden auf einer kleinen Insel namens Darkon. Er neigt zur Faulheit und ist ein Egoist. Trotzdem hilft dem Dorf... Was? Trotzdem hilft er dem Dorf. Da fehlt ein R.
indem er diverse Aufgaben erledigt. Also hier merken bitte, da fehlt ein R. Die Werte, oh mein Gott, okay, das ist krass. Der RPG-Maker MZ, der kennt keine Gnade. Ich habe 4% kritische Chance, sehr schön wär's. Okay, ich habe Waffentyp Speer und Kurzschwert, Kette, Gürtel, Bandring, Ohrring, Anhänger. Wir haben eh alles noch nichts. Okay, Status und fertig ist genau dasselbe. Ah, zum nächsten Level 20 und aktuelle XP 15. Okay. Die Frage ist, brauche ich noch 20 oder generell 20? Also fehlen mir noch 5. Das werde ich noch herausfinden. Meine Mission, hier gucken wir mal rein. Aktiv, die Story-Mission. Sind Missionen, durch welche die Story vorangetrieben wird? Ja, klar. Nebenmissionen sind optionale Missionen, für welche gesonderte Belohnungen erhalten werden können. Okay, macht Sinn. Ah, guck mal einer an. Ja, das ist schon krass. Das ist schon sehr heftig geupgradet. Was ist... Mehr erledigte Missionen bedeuten mehr Freiheiten. Ich sollte Missionen erledigen und mir diese Freiheiten... Und mir diese Freiheiten erarbeiten. Ja, macht Sinn. Okay, cool. Option. Immer rennen. Ja, komm, eigentlich... Da muss ich nicht die ganze Zeit Shift drücken. Tracker. Fehlmerken. FPS anzeigen. Okay, das sind so generelle Dinge. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja. Komm, saven wir mal. Stabile Sache. Ja gut, okay, dann gucke ich mich jetzt ein bisschen im Dorf um. Das ist Patricks Haus. Darf ich da rein? Ja. Oho. Ich kann wie immer nicht... Ach, da liegt ein Brief. Ich will ihn absolut lesen. Ist das sein Gedicht? Da liegt auch eine Truhe, aber lassen wir es. Hallo Patrick. Coole Sprites. Sobald du Magie einsetzen kannst, wirst du etwas wie das hier sicherlich gut gebrauchen können. Ein Äther. So, damals war das ein sehr gewuchertes... Material, wie sieht es denn heutzutage aus? Es stellt 10 MP beim Helden wieder her. Immer noch, genau wie früher, glaube ich. Die Frage ist nur, wie viel es wert ist. Das werde ich später herausfinden. Ja, dem sein Boden war früher auch schon so. Ziemlich nice eigentlich. Aber man sieht direkt, erster Magier. Tomke, okay, sie hat Quests. Das ist erstmal egal. Ich würde gerne mal ihr Haus begutachten. Okay. Ja, ich denke mal, ich kann hier mit nicht so sonderlich viel Sachen reden. Kann ich mit dem hier? Nee. Ich glaube, ich kann hier gar nichts machen, ne? Ach, guck mal, leider. Das Bild da oben ist ja cool. Aber diese Musikstücke. Krass. Krass, als hätte ich das Spiel gestern das erste Mal gespielt. Krass, krass, krass. So, hier dürft's, genau. Hier oben ist die Quelle und die Bauernfelder. Kann ich das Holz nehmen? Nein. Kann ich zu dem? Ja, da darf ich nicht, okay. Ich darf wahrscheinlich oben zur Quelle auch nicht, ja. Ah, ist das ein Blitzableiter da oben? Wenn ja, ist sehr cool. Ich bin hier wohnhaft. Okay, warum stehe ich in der Küche? Mache ich mir das Toast, weil ich vergessen habe zu teilen? Zertifikat. Dieses Zertifikat beweist, dass Marco Ares einen Abschluss als Fahrer bestanden hat. Nein! Nein! Ich hab's halt wirklich. Nein! Das ist ein alter Abschluss. Dass er dafür keine Verwendung gefunden hat, ja! Oh nein! Ja, ja, immerhin habe ich es aufgehangen. Ich bin zufrieden. Warum? Warum habe ich scheiß Karotten gelagert? Und wenn ich zu sein, hasse ich Karotten im Real Life. Also gekocht liebe ich sie, aber so roh niemals. Und ich würde sie auch nie so fressen. Hey Flo, angeblich besitzt Schuch eine Tarnkatze. Schon mal davon gehört. Ja, auf dieses Haus freue ich mich. Aber jetzt will ich erstmal gucken, was hier hängt. Dies, da erfolgt keine Umschulung zum Fa Nein! Ja, ich habe echt die Umschulung in dem Game gemacht. Und wir werden später auch herausfinden, warum ich es getan habe. Weil als Fachwirt kann ich hier echt nichts reißen. So, Getreidelager betrieben von Marco. Aber erstmal hole ich mir kurz die Truhe. Ein Kyanit-Splitter. So. Okay. Gab es damals hier auch schon zwei Drohnen? Das... Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist geändert. Genug, mehr als genug, leider genug. Immer noch genau wie früher, immer noch genau wie früher. So. Ich glaube aber tatsächlich, dass zwei Truhen neu sind, oder? Eine Potion. Das muss ich tatsächlich nochmal schauen. So, jetzt ist die Sache, die ich mir vorher angeguckt habe, ich gesagt hatte, oh nein. Ist es das Easter Egg? Gibt es den Baumstamm? Nein! Ich habe gedacht, der Baumstamm ist mit Moos bewachsen, aber leider nicht. Oh Gott, das wird der Untergang Choros Haus. Ich rede mal mit Choro erstmal selbst. Um produktiv zu sein. Das sind auch solche Sätze, die er immer mal wieder droppt. Hä, was ist denn hier los? Okay, das gab's früher auch nicht. Darf ich runter? Nee, noch nicht, okay.
Okay, dann tun wir es. Das beste Haus in ganz Darkon und wahrscheinlich in dem ganzen Spiel. Okay, 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 okay. Es ist alles, wie ich es will. Nein, nicht das Loch. Dieses Loch gehört mir. Joe. Ja, es gehört wirklich ihm. Warte, Joe kann überhaupt lesen? Ja, das fragen wir uns alle. Geheim, mein geheimer Bau. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ja, genau wie früher. Der heilige Baum von Choro. Ja, genau wie früher. Wird die Tür auch einmal da sein und wenn ich sie jetzt öffne, nie wieder auftauchen? Ich werde es versuchen. Ich werde erstmal Nein drücken. Ja, schade. Okay, Papa sagt nichts. Ja, die Tür. Oh nein, die kommt wieder. Im Original war die Tür einfach weg. Sie kam nie wieder. Ich bin ein Baum. Meinem Namen verdanke ich Choros Rechtschreibung. Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Wer... Wir dürfen das einfach nicht hinterfragen, warum es so ist, aber es ist, wie es ist. Okay. Dann haben wir noch von Marco geklaute Felder. 1:1 wie früher. Ja, warum er von mir Felder klaut, werden wir auch noch erfahren. So, jetzt kommt die Tarnkatze, von der ich persönlich berichtet habe. Hä? Warum bellt sie? Alter, das... Nein, es ist der Tarnhund. Warum ist es ein Schäferhund? Oh... Okay, wenn ich jetzt raus und wieder reingehe, ist die Tarnung für immer aufgeflogen? Nein! Die Tarnung ist nicht aufgeflogen! War das früher auch so? Da bin ich mir nicht mehr sicher. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich lasse sie aber auf jeden Fall mal Katze sein. Genial, genial, genial. Hier steht auch wieder eine Fackel. Ja, okay. Ich glaube, vorerst haben wir alles im Dorf erkundschaftet, was so zu erkundschaften gibt. Dann können wir jetzt die nächste Mission angehen. Was willst du? Erstmal reden wir. Grüne Missionen sind sogenannte Schlüsselmissionen. Meist lernst du darin etwas Wichtiges. Nachdem du eine Schlüsselmission erledigst, werde ich dir mehr Missionen zuweisen, für die du davor noch nicht bereit warst. Ja, macht Sinn. Okay, es gibt Kämpfen lernen als Hauptmission. Für spätere Missionen solltest du kämpfen können. Verbinde dich mit Marco und lerne es auf den Feldern. Und oh, Wasser holen. Verlasse das Dorf selbstständig und hole ein wenig Wasser von der Quelle im Norden als Nebenmission. Ah, und wenn ich das schaffe, kriege ich Zugang zu den Feldern. Okay, erstmal egal, wir holen Wasser. Nee. Okay, in meinem Haus. Ah, okay, für die Idioten, die es nicht checken, ist der Pfeil da? So, wo ist der Eimer? Wo ist der Eimer? Ich check's nicht. Wo ist der Eimer? Oh mein Gott. Okay. Das war peinlich. Das war peinlich. So, warte mal. Was sagt sie? Ich gebe nicht auf. Okay. Nein, lassen wir es. So, hier waren wir noch nicht. Okay. Der Steg ist ein wenig größer geworden als früher. Hä? Achso, ja, das ist die Mission, klar. Ja, okay, das ist eine absolute chillige Mission. Ich glaube, früher gab es hier nicht zwei Truhen. Der Wasserfall ist aber cool. Ja. Kann man hier schon was tun? Hinter diesem Spalt ist eine Art Höhle, aber ich denke nicht, dass ich da durchpasse. Ja, ja, ja. Moment mal. Da oben ist ein Seil? Also ist es nur Deko, oder? Okay, ich behalte es mal im Hinterkopf. Okay, hör, warte mal. Okay, das werde ich jetzt mal map-technisch abchecken. Hier ist ein Baum. Und hier sind, warum auch immer, Getreidestapel? Was ist hier? Hier ist auch ein Baum rechts. Tatsächlich absolut korrekt. Absolut korrekt. Okay, es macht alles Sinn. Okay, okay, okay. Kein Fehler gefunden. Alles gut. Dann let's go. Geben wir das Wasser. Ja, das stimmt. Wartet mal. Hätte ich nicht einfach Wasser von meinem Haus hier links holen können? Oder ist es absolut vergammelt? Ich meine, gut, wenn Pyroflus Hausbase 3 ist? Ich weiß ja nicht. Ja, okay. Gib sie sofort her. Danke, Tomke. So, jetzt müsste ich doch ein Level abkassiert haben, oder nicht? Eigentlich schon, oder nicht? Moment mal. Wo sehe ich das auf Status? Ich bin Level 1, aber das... Nein, 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 das macht doch gar keinen Sinn, oder bin ich jetzt der Dumme? Ich habe doch vorhin gesehen, dass ich 15 hatte und 20 brauche. Dann habe ich jetzt 10 bekommen, 25. Also eigentlich muss ich doch Level 2 sein. Oder ist es nur eine falsche Anzeige hier? Ne, ich bin Level 1 anscheinend. Hm... Okay, da hätte ich eine Rückfrage. Check das bitte nochmal. Naja,
Egal, next one. Jetzt muss ich ja kämpfen lernen. Es sei denn, das Level-Up wird erst quasi getriggert, wenn man einen Kampf beendet hat. Aber das fände ich auch ein bisschen komisch. Okay, ja, dann let's go. Kämpfen lernen mit Marco. Das werde ich herausfinden, ob er da wirklich ist. Dann darf ich ja hier nicht mehr sein. Gut, hier bin ich auch nicht. Sehr gut. Let's go. So, hier sind die Felder. Hier bin ich, Marcos Felder. Warte mal. Warum habe ich hier eine Das ist neu. Das ist neu. Über den Feldern. Hat Tomke dir endlich erlaubt, das Dorf zu verlassen? Na. Krähen gibt es ja eigentlich nichts zu erledigen. Ich soll mit dir gemeinsam trainieren, um das Kämpfen zu lernen. Oh. Ich werde also wieder in eine Mission hineingerissen. Na gut, dann ist es so. Ja, das sage ich auch absolut oft. Ich habe da die perfekte Trainingsidee für diese Mission. Und die wäre... Mir kloppt mal eine Vogelscheuche ein. Die wird immerhin nicht zurückschlagen. Oder denkst, dadurch werde ich besser im Kämpfen? Ich glaube, so haben wir zwei den Core-Titel bekommen, indem wir wehrlose Vogelscheuchen verkloppt haben. Es ist besser als nichts, oder? Versuchen wir es. Ja, ich werde es tun, ich werde es tun. Aber bevor ich es tue... Nein! Oha! Cooler Battlescreen? Nicht wirklich, lass mich so erklären. Ja, das sind alles so Basics, die brauche ich jetzt nicht. Oh, da oben sind die Zugreihenfolge. Attacke! Okay. Schlag zu! Boah, die Sichel des Todes. Okay, die Vogelscheuche greifen nicht an, wie du sehen kannst. Ich kann auch noch meinen Schutz aktivieren. Was habe ich eigentlich so für Skills? Ich habe den tiefen Schnitt. Ein stärkerer Angriff, welcher Marco 10% seiner HP zum Einsetzen kostet. Altron! Das ist ja ultra heftig. Der ernte ich. Ein Angriff, welcher Marco um 25% des zugefügten Schadens heilt. Da ernte ich halt wirklich die Lorbeeren. Die Lorienbeeren übrigens. So, was passiert, wenn wir beide schützen? Gar nichts, okay. Attacke! Boah! Nein, 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 ich wollte mich nicht schützen, sorry. Ja. Okay, cool. Also, deine Mission war es, das Kämpfen zu lernen. Ich würde sagen, die Mission ist erfüllt. Wenn du jemals deinen Schaden austesten willst, kannst du gerne wieder mit den Vogelscheuchen trainieren. Sie wehren sich immerhin nicht und haben null Verteidigung. Aber pass auf, dass du sie nicht aus Versehen zerstörst. So viele Probleme mit Krähen in letzter Zeit. Und mit Choro. Ja, das werde ich hier gleich aufdecken. So. Jetzt würde ich aber gern wissen... Also ich habe eine böse... Was? Nein! Oh! Ja, das war dumm. Ich will das doch gar nicht. Wie kann ich hier raus? Flucht! Wie flieht er? Okay, das finde ich gut. Warte mal. Die hatte eine Lebensanzeige. Kann ich sie töten? Oder heilt die sich wie immer? Nein, ich kann sie umbringen? Moment. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Was passiert denn, wenn ich sie töte? So. Ja, dass sie mir nichts gibt, ist klar. Hä? Nein, ich muss Level 2 sein. Das ist absolut getürkt. Sie ist Schrott. Sie ist Schrott. Das ist neu. Das ist alles neu. Ich hab ne Vorahnung. RIP, hier lagen von Choro geklaute Felder. Ja, hier liegen sie. Mann. So, was haben wir hier? Marcos Getreidefelder. Ja. Marcos Beerenacker. Ja, die Blaubeeren von Blaubeerhong. Warte mal, hier liegt eine Truhe. Die lag früher, glaube ich, auch nicht hier. Das sind die Kohlrabi-Felder. Kohlfelder, um Pioflo zu quälen. Ja, er hasste sie. Marcos Karottenacker. Ist es das Loch von Choro da drüben? Ah, nee. Nee, stimmt, ist was anderes. Also, ich habe eine Ahnung. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich es tun soll. Diese Vogelscheuche kommen mir komisch vor. Was sage ich denn eigentlich so? Ja gut, ich lasse es jetzt mal. Aber davor werde ich speichern. Ich habe nämlich echt eine Ahnung. Okay, let's go. Also Tomke, dann zeig mal her, was so abgeht. Hello. Ja, ja, Marco war sehr voll in letzter Zeit, das stimmt. Ja. Ja, das ist ihm wirklich egal. So, werde ich... Nee, 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 getürkt. Getürkt, ich wurde um ein Level betrogen. Ich wurde um ein Level komplett betrogen! Egal. Wenn die Erfahrungspunkte voll sind, erhält der Held ein Level ab.
Das sieht so krass aus. Level-Ups erhöhen die Werte des Helden. Ab gewissen Leveln können auch neue Fertigkeiten eingesetzt werden. Pluvo kann jedoch durch Level-Ups keine neuen Zauber lernen. Ein noch unbekanntes Potenzial schlummert stattdessen in ihm. Ja, okay, das ist echt unbekannt, aber nicht die Unbekannte. Zusätzlich erlaube ich dir von Una, das Dorf jederzeit zu den Feldern zu verlassen, selbst wenn du keine Mission in dem Gebiet hast. Ach ja, bevor ich es vergesse, Choro hatte noch etwas für dich, was er dir geben wollte. Okay. Na denn. Was gibt's denn Gutes? Mhm. Also habe ich auch für dich eine für dich gemacht. Ein simpler Speer. Von unserer Mission. Mhm, das macht Sinn. Das ist die Idee! Ich mache einen Waffenladen auf! Ja! Er ist gerade komplett hochgerannt. Oh, es ist wohl schon ziemlich spät geworden. Ich sollte wahrscheinlich zu Tomke zurück. Nein, 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 nein. Ich werde mir den Waffenladen anschauen. Nein! Choros Waffenladen, aber ich darf nicht rein, ne? Ah, sorry, Pluvo, ich bin noch dabei, alles umzuräumen. Komm morgen mal vorbei, dann sollte ich fertig sein, ja. Okay. Okay, ja, das war früher auch so. Kann ich jetzt eigentlich hier runter? Ne, da habe ich noch nicht die Erlaubnis, ne? Die Erlaubnis, ja, gut. Tomke, was geht? Ah, also hat er dir die Waffe gegeben. Sehr gut, du solltest sie bei Gelegenheit ausrüsten. Jetzt, wo wir das hinter uns gebracht haben, können wir endlich mit den Missionen weitermachen. Da du eine Schlüsselmission erledigt hast, werde ich dir von nun an neue Mission zuweisen. Was auch immer. Aber es ist wohl schon ein wenig zu spät für solche Ausflüge. Für heute lasse ich dich also vom Haken. Wie großzügig. Morgen erwarte ich dich wieder hier in alter Frische. Sieh also auch zu, dass du genug Schlaf kriegst. Tag beenden. Nachdem eine Schlüsselmission erledigt wurde, wird es Abend. Abends können keine weiteren Missionen erledigt werden. Um den Tag zu beenden, kann Pyflo in seinem Bett schlafen. Wenn es nicht abends ist, kann Pyflos Bett auch benutzt werden für ein Nickerchen, um sich vollständig zu heilen. Das war früher, glaube ich, nicht so. Das ist aber eine gute Neuerung. Da muss ich nicht immer Potions verschwenden. Ah, ein simpler Speer aus Holz von Choro erstellt. Ja, der hat ihn wirklich erstellt. Okay. Na dann, gehen wir mal pennen. Ich penne. Die Fackel. Wer hat die Fackel angemacht? Warum stehe ich vor seinem Haus? Es wäre nicht richtig. Verbirg dich, Sternenlicht. Schaue meine dunklen Absichten nicht. Ja, das ist auch noch wie damals. Okay, was habe ich denn jetzt vorgehabt? Ein neuer Tag, eine neue Mission. Aber seit der Mission auf den Feldern durfte ich das Dorf aus freien Stücken zumindest dort verlassen. Wenn es so weitergeht, kann Tomke mir bald nichts mehr vorschreiben. Ich sollte mir mehr Freiheit erarbeiten. Ja, wie im Sklavensystem. Okay. Dann erarbeiten wir uns sofort die Freiheiten. Allerdings werde ich zuerst bei Choro vorbeischauen. Er hat gesagt, ich soll heute wiederkommen und es ist soweit. Okay, verdammt. Nein! Nein, nicht Baum! Ah, du bist es, ich bin es, Baum. Erkennst du mich noch? Seit Choro einen Waffenladen betreibt, vergisst er mich zu gießen. Nein, Choro! Moment mal. Im Original waren zumindest hier noch ein Überrest eines Feldes. Gibt es das jetzt nicht mehr? Die Felder? Wurden sie komplett verbrannt? Wurden sie als Dünger verwendet? Kauf doch was. Ich gebe dir auch einen guten Freundschaftsrabatt. Nein? Okay, dann vielleicht beim nächsten Mal. Was ist der Rabatt? Ein Meisterspeer hat er im Angebot. Ein Speer mit einem sehr... Was? Ein Speer mit einer Möglichkeit für die... Was? Okay, das auch nochmal bitte überprüfen. Ein simples Schwert für das Training. Ja, tun wir's. Okay, kann ich... Ausverkauft! Kann ich auch was verkaufen? Nee, anscheinend nicht. Okay, krass. Dann war der Speer eigentlich nutzlos. Nein, Quatsch, ich bin immer noch falsch. Da muss ich mich noch ein bisschen zurechtfinden. Ah, das wird sogar angezeigt als neue. So, naja, Choro. Dann gibt es halt keine Felder von mir. Baum ist gestorben, das werde ich dir auch nie verzeihen. Dein Bett wurde sogar... Guck mal, Choro hat alles in diesen Laden gesteckt und hat wirklich alles dafür aufgegeben. Er schläft wahrscheinlich auf dem Boden. Ich könnte mir doch eigentlich heimlich einer dieser Speere klauen. Das rafft er eh nicht. Naja, aber das machen wir dann mal wann anders. Jetzt, nachdem ich den absoluten Meisterspeer in der Hand habe, kann ich eine neue Mission angehen. Ups. Magie erlernen? Nüsse sammeln. In den tiefen Darkon-Wäldern gibt es Bäume, die seltene Nüsse tragen. Verbindet mit Choro und sammelt 5 seltene Nüsse, indem er Bäume besiegt. Felder schützen. Bockes Feldern wüten ein paar Krähen. Ja. Verbindet mit Marco, besiege alle 5 Krähen. Ich gehe erst Nüsse sammeln.
Endlich Zeit zu kämpfen. Ja. Nein, 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 nein. Das war falsch. Ich wollte eigentlich nur mit dir... Achso, ich kann nicht mit dir reden. Warte mal, kann ich reden? Also, mit mir? Da bin ich! Joe, du Dieb, jetzt wo du schon mal hier bist, gib mir die geschundenen Felder wieder zurück! Ich habe dir nichts zu sagen, Marco. Du weißt ganz genau, was du getan hast. Nein, ja. Es tat mir doch leid. Kann ich die Vogelscheuchen zerfetzen? Tatsächlich. Da kann ich ja mal live testen, was Joe so drauf hat. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Es gibt, glaube ich, 3 Vogelscheuchen in diesem Raum und mit Joe zusammen. Was sagt Joe eigentlich dazu? Du kannst von dort... Ah ja. Ja, Joe sagt dazu gar nichts, okay. Okay. Ah, Joe ist schon ziemlich stark. Und das, obwohl ich den Meisterspeer habe. Was hat der eigentlich? Der hat ein Schwert. Ja, ich guck mir gleich mal seine Stats und so an. Ich hoffe, Marco ist nicht so wütend wegen der Vogelscheuchen. Ja, ich werde zu 100% sein. Joe. Achso, ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Du bist mein Erzfeind. So, Joe ist ein Elementar. Okay. Was kann er denn? Eine Dummheit. Senkt Verteidigung, Intelligenz und Weisheit von 1 Gegner für 3 Runden. Verdümmt Gegner ungemein. Ja, das... Und Verwirrung. Okay, na gut. Kam das Geräusch gerade von den Feldern? Ich wusste es. Nein, nicht die Monsterkrähe! Kann ich sie besiegen? Das ist eine große Krähe, sollte vorsichtig sein. Ich werde es versuchen. Ja. Du scheiß Krähe, komm her! Das ist bestimmt der Secret Final Boss, von dem wir berichten. What the fuck? Was ist das denn? Aber ich glaube, ich bin noch viel zu schwach für die Monsterkrähe. Oh mein Gott, ich werde sie niemals besiegen können. Naja, du bist richtig dumm. Ich habe verloren. Okay, jetzt weiß ich zumindest. Nein, nein, oh! Ja, gut, das... Rennfelder? Ich werde sterben. Ich habe noch nicht mal Magie erlernt. Oh mein Gott. Ja, ich werde sterben. Dann sehen wir auch mal den Todesscreen. Okay, Standard. Okay, cool. Dann lasse ich die Krähe jetzt mal in Ruhe. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich sie finden kann. Scheiß Dreckskrähe. Gut. Aber warte mal. Kann ich... Hier darf ich nicht lang... Ah, doch. Gut, dann darf ich es jetzt endlich suchen. Myrilspritter. Moment mal. Da liegt was. Wiederhersteller. Feuerreif. Hier liegt auch was. Cyanidsplitter. Ich kann hin? Das ist doch der Schrein, der Darkon-Schrein, ja. Noch ein Cyanidsplitter. Ja, den Schrein selbst kann ich aber bestimmt nicht rein, oder? Ja. Okay. Das habe ich schon voll vergessen, dass er hier der Weg dahin ist. Was geht eigentlich hier ab? Darkon See? Okay, hier kann ich nicht lang. 5 Taler. Ah, warte mal. Ja, bitte auch merken, hier steht nur 5, nicht Taler. Tatsächlich. 20 Taler? Oder war das schon immer so? Ne, da stand doch immer Taler dabei, oder bin ich jetzt bescheuert? Was ist denn... Was ist das denn? Das muss ich mir gleich mal anschauen. Das ist ein neues Item.
Leben ein paar Fische. Wenn ich eine Angel hätte, könnte ich endlich mal eine Runde angeln. Hey, Blueflow, müssen wir so noch. Wasser sein? Ja, Joe hatet Wasser. Das ist ja cool, dass er das sagt. So, jetzt, ich habe jetzt genug Dinge ergaunert. Mit dem man... Sachen machen könnte. Ja. So. Also die Maps, dazu habe ich ja noch gar nichts gesagt. Die finde ich ziemlich nice. Schön wie früher, aber auch in perfekter Remake. Los geht's, Bioflow. Aus denen machen wir Kleinholz. Davor werde ich aber... Hier. Erhöht Resistenz gegen Feuer. Ja gut, das ist sehr geil. Okay. Let's go, ihr dämlichen Mario und Luigi Bäume. Ein Trivial. So, um die Monsterkrähe zu vernichten, müsst ihr sterben. Altron, okay, das ist cool, dass es da so aufgeploppt ist. 6 EP. Die Waffe, die du mir vorhin gekauft hast, gefällt sie dir? Naja, ich bin dir ehrlich, ich habe sie ausrangiert. Okay, zum Glück sage ich dazu nichts. Ich hatte sie gefühlt, ich würde schätzen, so 35 Sekunden ausgerüstet. Okay, Joro macht echt kurzen Prozess mit denen. Scheiße. Du bist böse, Moment mal. Du hast andere Augen. Ja, du bist einer. Ein Nuss-Trievel. Genau. Den Nüsse sollen wir auch sammeln. Oh, er lebt. Angriff! Ja. Das ist okay. Da ist sie, die Nuss. Seltene Nuss. Was ist so die Beschreibung der seltenen Nuss? Ah, stimmt. Abelitamin erhöht permanent die Max-HP eines Helden um 25. Ich werde es absolut auf Bioflow einsetzen, ich bin dir ganz ehrlich. Bürosplitter. Das Myril. Holzstock. Wichtig. Seltene Nuss. Eine seltene Nuss von einem Trivial. Ja, okay. Easy. Jetzt zwei Truhen, an die ich erstmal so leicht nicht rankomme. Außer jetzt. Okay. Ein Pyrosplitter. Und eine Potion. Okay, cool. Hello. Hello there. So, verreckt. Ach, guck mal einer an. Sobald man den Gegner einmal besiegt hat, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, hat der Gegner eine Lebensanzeige. Ah! Jetzt kommt mir ein Geistesblitz. Jetzt weiß ich auch, warum die Monsterkrähe erschienen ist. Joro hat gelernt Feuerball. Ich hatte da eine Idee für eine coole neue Attacke. Ich kann es kaum abwarten, sie einzusetzen. Warum die Monsterkrähe erschienen ist, als ich die Vogelscheuchen besiegt habe. Weil wenn alle Vogelscheuchen weg sind, trauen sie sich ja da. Weil die Vogelscheuchen halten sie ja nicht mehr davon ab. Und so konnte sie absolut am Start sein. Und Joro ist jetzt endgültig overpowered. Aber keine Sorge, Krähe. Die kriege ich noch klein. Level 6 ist halt schon krass. Okay. Ja, Joro, den hast du verdient. Du hättest den einfach one-hitten müssen. So. Haha. Okay, ich bin endlich mal ausgewichen. Bis jetzt habe ich auch noch nicht daneben geschlagen. Das wird mir wahrscheinlich im Bosskampf passieren. So, Lille. Komm her, du seltene Nuss. Die Frage ist, respawnen diese Gegner? Eigentlich, wenn man... die Map verlässt. Also unter den Lebensanzeigen ist ein Fragezeichen. Ich kann mir denken, dass das mit einer späteren Fähigkeit zu tun hat, bei dem es möglich ist, Schwächen herauszufinden. So. Ja, ja. Du dummer Baum. Okay. Flo hat absolut kein Mitleid gekannt. Überlass das Zählen diesmal mir, Joro. Wir haben alle 5 seltene Nüsse, die wir brauchen. Ich überlasse dir das Zählen, du überlässt mir das Kämpfen. Bäume sind extremst anfällig für Feuer. Das ist mein großer Vorteil, wenn du meinst. Okay, Flo. Wollen wir diesen öden Ort verlassen und zum Dorf zurückkehren? Nein. Ja, die kann wirklich warten. Technisch gesehen bin ich ja fertig, aber ich wollte das. War das normal, dass da keine Taler angezeigt werden, sondern nur die Zahl? Das kommt mir so komisch vor. Kann ich hier lange? Nee. Ich glaube, hier gibt es keinen Secret Way. An sich wären wir dann durch. Allerdings.
bin ich trotzdem noch nicht fertig. Weil ich möchte gerne noch mit Patrick reden. Mal gucken, was Joro und Patrick miteinander zu tun haben. Ah, Joro, dich sehe hier nicht häufig. Hast du inzwischen Interesse, mehr über Magie zu lernen? Nichts für ungut, Patrick. Aber mein ganzer Körper besteht aus Magie. Ich habe keine Lust, irgendwas zu lernen. Feuerzeug, Licht, Joro. Unsere Arten von Magie sind nicht so unterschiedlich, wie du vermutest. Aber ich werde dich zu nichts zwingen. Na gut. Wohl wahr. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich in Markus Haus gehe? Bin ich überhaupt da? Ne, ich bin nicht da. Und kurz als Check, Joro dürfte jetzt auch nichts verkaufen. Joro verkauft nichts, okay. Gut, gut, gut. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Dann vermute ich mal, werde ich die Mission abgeben. Ja, das stimmt. Ja, jetzt kommt es auch ohne Kampf. Okay, krass. Okay, das ist gut. Dann könnte ich doch theoretisch bei den Trivials leveln, oder? Aber ich würde gerne die Felder kurz schützen gehen. Da bin ich. Du schickst jemanden, um mir auf den Feldern zu helfen? Ist es normalerweise nicht immer genau andersrum? Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Komm schon, Flo, gehen wir. Ja, gehen wir gleich. Ich werde jetzt auch hier die Gespräche erstmal kurz suchen. Marco, du hier, Schatten und Licht vertragen sich nicht sonderlich. Ich habe dir nichts zu sagen, Sternlicht. Lass uns diesen Ort verlassen, Flo. Ja, okay. Patrick und... Marco mögen sich nicht sonderlich. Aber wer sich noch weniger leiden kann, sind wir beide. Joro und ich. Sag ich was zum Baum? Nee. Aber zu den Feldern, deswegen sind wir wahrscheinlich nicht mehr da. Marco! Du bist ausdrücklich nicht in meinem Laden erlaubt. Verschwinde von hier. Ja, okay! Jetzt könnte ich sogar nicht mal einkaufen. Na gut, scheiß auf den Laden. Ja. Let's go. Die Monsterkrähe. Ich habe Angst. Zeit ist selber die Vogelscheuche zu spielen. Ist die links eigentlich ein Easter Egg? Ich dachte, sie wäre nämlich der Secret Boss, aber... Anscheinend ja nicht. Warte mal, warum verteidigt Marco sich? Ist das noch von früher? Ja, das ist von vorhin noch so ausgewählt wahrscheinlich. Okay, die Krähe habe ich komplett eliminiert. Naja. Die arme Krähe. Krähen waren kein Problem, aber ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich die andere Krähe angreifen soll, aber ich glaube, mit Level 3 komme ich noch nicht weit. Na. Was ist das denn? Nutzlos. So wie früher Avira kommt jetzt der PC-Neustart. Okay, Marco sagt dazu nichts. So, ich lasse es mal trotzdem als Option offen. Ah, lassen wir es, die wird mich umbringen. Weil ich würde sie halt gerne angreifen, wenn ich einen Teampartner habe. Das wäre dann einfacher. Na siehste, Marco, sag nicht, dass ich nie etwas für dich mache. Hier, bitte auch. Du selbst hast ja auch nichts gemacht, Tomke. Am Ende mussten wir eh wieder eine Mission erledigen. Ja, aber ich gebe euch dafür eine Belohnung. Also will ich keine Beschwerden hören. Ne, Potion. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn so? Ja, na gut. Gut, dann gibt es nur noch Magie erlernen. Okay. Das weiß ich. Let's go! Also Patrick, dann gib die Magie her. Ja, ich kann wirklich nichts.
Freelancer, also Freiberufler, die können eigentlich fast alles erlernen. Ja, das stimmt, auf Fiverr zum Beispiel gibt es echt viele. Nein, Freelancer, also ein Freiberufler, der Lanzen mag. Ah, na gut. Fürruf, mein Freund, so eine Klasse existiert natürlich nicht im Kosmos der erlernten Magie. Kannst du auf natürliche Art und Weise keine Magie erlernen. Warte, was? Und was machen wir jetzt? Eine gecheatete? Magie-Schriftrollen. Okay. Ja, er ist wirklich Lichtmagier. Okay, lass sie mich lesen. Cool. Früher hat man die auch manuell lesen müssen, aber jetzt hat er sie automatisch gelesen. Ein paar Forscher, warum sind wir jetzt Forscher? Oh, es scheint, als ob irgendjemand diese Vogelscheuche bereits zerstört hätte. Ja, ich war es! Ich würde vermuten, dass das Werk von Choro ist. Er und Marco scheint sich nicht gut zu vertragen. Ja! Und Choro hat bekanntermaßen Probleme damit, seine Stärke zu regulieren. Ja, er hat diese Vogelscheuche endgültig vernichtet. Richtig, es war Choro. Ja, Choro. Gib mir mal mein Pyro. Nein! Nein! Wird das die Krähe zum Verschwinden bringen? Zum Glück habe ich sie vernichtet. Den Dialog hätte ich nicht gerne verpasst. Nach unserer initialen Hypothese müssen wir nun eine Definition festlegen. Was zur Hölle? Seit wann redet Patrick so? Lass es mich so erklären. So, bekommen wir eine Karte Magie, ja. Ah, so kann ich es aufdecken. Wie eine Karte im Yu-Gi-Oh! Okay. Ach fuck, ich soll ja Magie einsetzen. Attacke! Okay, die Vogelscheuche ist mächtig. Okay, let's go. Feuer! Ja! Sternschauer! Die komplette Vernichtung. Okay. Hä? Da war gerade was. Gegner haben Schilde, welche sie schützen. Wie viele Schilde sie haben, wird links neben dem Namen angezeigt. Ah, das ist das. Effektiv sind ja Schild um 1. Wenn die Schilder eines Gegners 0 erreichen, wird dieser Schwäche in der Defensive. Für 2 Runden kann er erhöhten Schaden zugefügt werden. Alteron, ich werd's tun! Aber nicht hier. Okay. Ja, das klingt fair. Das klingt fair. Na, was sage ich so? Nicht schlecht. Ja. Warum gucke ich den Baum an wie so ein Zigeuner? Okay. Kehre zu Tomke zurück. Ja. Ah. Was ist die besondere Belohnung? Ein Mogri steht in der Nähe deines Hauses. Was ist ein Mogri? Mogri sind kleine süße Viecher. Dieser hier wird ein paar Items verkaufen. Ja, okay, dann tun wir's. Aber wo hat sie ihn gefangen genommen? Ah! Willkommen! Ich möchte dich gerne in die Datenbank meiner teuren... Nein, nicht teuren Kunden, sondern treuen Kunden eintragen. Verrätst du mir deinen Namen? Oh nein. Mein Name ist... Wenn ich geheim drücke, wird er mir weniger Sachen verkaufen, das weiß ich. Wenn ich Choro drücke, wird er mir irgendeine andere Sache nicht verkaufen, deswegen muss ich Pyroflow aktivieren. Aber ich würde mich gerne Choro nennen. Egal, tun wir es. Im Original-EP zum vollständigen Game werde ich mich dann Choro nennen. Okay. Okay, und er wird jetzt auch wirklich sich auf diesen Namen einlassen. Ah. Aber erstmal werde ich kurz was kaufen. Kann ich auch was verkaufen? Okay, Ether sind jetzt 60, die haben früher 120 gekostet, verdammt nochmal. Wie viel habe ich denn? Einen. Na gut, brauche ich hier nicht. Ein Zelt. Wiederhersteller. Ein kleiner Ring. Ja, plus 1, aber das... Werde ich tun. Komm, ich tue es einfach. Ist doch egal, ich tue es. Ich würde auch gerne Dinge verkaufen, um ehrlich zu sein, aber irgendwie... Ja. Ja. Ja, neue Mission! Feierabend. Ah, ja, das macht Sinn. Geh schlafen. Okay, let's go. Kann ich dich auch von der Seite anquatschen? Ja. Ja, schade, gell?
So, Moment mal. Wenn ich jetzt Feuer gelernt habe, kann ich die Fackel vernichten? Irgendwas wird es damit noch auf sich haben. Aber wahrscheinlich noch nicht jetzt. Ja, dann gehen wir jetzt mal pennen, ne? So, da stehe ich wieder. Wer macht eigentlich die Fackeln immer so an? Noch ein kleines bisschen mehr. Ich habe bald keine Zeit mehr. Ist alles in Ordnung? Brauchst du etwas von meinem treuen Kunden? Nein, vergiss einfach, dass ich hier war. Aber gib ihm bei Gelegenheit das hier. Okay, das ist neu. Der Mogri war früher nutzlos. Okay, ein weiterer Tag beginnt. Da kommt Tag 3. Okay, aber zuerst werde ich absolut saven. Und ich werde es absolut bei diesem Speicherkristall tun, damit er nicht umsonst hier ist. Gut. Nein, ich werde aber hier saven. Gut.